Wegfall der Prämie für E-Autos. Unfassbar, was da am Wochenende passiert ist. Da hat Herr Habeck direkt am Samstag verkündet, die Prämie fällt weg. Und am Sonntag, ja, am Sonntag ist das Ganze sozusagen auch schon umgesetzt. Was sollen denn nun die armen Leute machen, die so ein Auto deshalb gekauft haben? Auch du hast dich wahrscheinlich für ein Auto entschieden, mit dem Hintergrund der Prämie, die da vom Staat versprochen wurde. Zwischen 3.000 Euro und 4.500 Euro, also einiges an Geld, was man ja letztendlich beim Kauf des E-Autos eigentlich auch immer mit eingepreist hat. Entweder ja sozusagen aus eigener Tasche oder auch bei der Finanzierung, denn wir alle wissen, E-Autos so richtig günstig sind die ja nicht. Wie kam es denn dazu, dass plötzlich die E-Auto-Prämie weggestrichen wurde, ja quasi über Nacht? Vermutlich kam es daher, dass das Bundesverfassungsgericht unserer Regierung gerade 60 Milliarden gestrichen hat. Hast du wahrscheinlich auch gehört, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass unsere Regierung nicht einfach Hilfen für die Corona-Krise umdeklarieren kann in Klimaschutz. Ja, und deshalb fehlen plötzlich 60 Milliarden. Und da hat Herr Habeck möglicherweise gedacht, wo kann man sparen? Ach, die E-Autos, da sparen wir jetzt mal. Für uns aber ganz klar, der Staat hatte hier ein eindeutiges Förderversprechen gegeben, was er jetzt ja quasi über Nacht gecancelt hat. Von Samstag auf Sonntag, da konnte nun auch wirklich niemand mehr was machen. Und entsprechend ist es so, dass wir sagen, da steht Vertrauensschutz im Raum und da stehen entsprechend auch Ansprüche gegenüber dem Staat im Raum. Möglicherweise fehlt jetzt auch dir 3.000 bis 4.500 Euro, nämlich genau diese Förderung. Was kannst du also jetzt machen? Als erstes natürlich ganz klar, kann man Ansprüche gegenüber dem Staat prüfen. Manchmal geht es aber noch viel, viel einfacher. Wenn du das Auto übers Internet gekauft hast, dann hast du ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Also sprich, ganz genau gucken, wenn das Ganze noch nicht so lange her ist, dann ist das eine Möglichkeit, dich komplett vom Vertrag zu lösen. Bei anderen wurde die E-Auto-Prämie im Vertrag Vertragsbestandteil. Also sprich, direkt den Vertrag zücken und gucken, ob das bei dir der Fall ist, denn dann kannst du dich auch über diese Lösung vom Vertrag möglicherweise trennen. Also sprich, werde jetzt aktiv, damit du nicht auf dem Schaden sitzen bleibst. Melde dich gerne bei uns völlig kostenfrei und unverbindlich, wenn du dazu Fragen hast. Wenn du einen Rechtsschutz hast, dann fragen wir natürlich für dich an, ob die das Ganze übernimmt. Melde dich einfach, wir sind bundesweit unterwegs. Hier sind unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme.